Hallo, hier ist der Mike mit einem neuen Akkord, diesmal wieder der F-Barré, eine andere Variante. Das heißt, wenn der vorherige F-Barré-Akkord für dich zu schwer war, habe ich eine etwas leichtere Version vielleicht für dich. Wichtig hierbei ist, dass du aufpassen musst. Wir haben hier eine Seite, die nicht angeschlagen werden darf. Das ist die E-Seite. Das ist die tiefe E-Seite, die oberste. Die wird nicht angeschlagen. Siehst du auch ganz prima jetzt auf dem Akkordbild hier oben. Ein X ist davor, das heißt, diese Seite nicht anschlagen. Ansonsten hört sich der Barré-Akkord natürlich ganz genauso an wie der vorherige F-Barré. Logisch ist ja auch der gleiche, bloß eine andere Variante. Was hierbei zu beachten ist, ist, dass du diesmal nicht mit deinem Zeigefinger alle Saiten komplett übergreifen musst. Du hast hier lediglich die beiden untersten Saiten auf dem ersten Bund, welche du mit deinem Zeigefinger greifen musst. Um das Ganze nochmal zu vereinfachen und besser darstellen zu können für dich, wechsle ich gleich nochmal an die Nahansicht, damit ich diesen Akkord nochmal ganz einfach zeigen kann. Bis gleich. Da bin ich wieder mit der zweiten Variante des F-Barrés. Wenn du, sag ich mal, ein bisschen faul bist, die erste Variante zu lernen, was ich aber wirklich empfehlen würde, weil alle Barré-Akkorde, welche du noch lernen wirst im Laufe deiner Gitarrenkarriere, werden darauf auch hinauslaufen, dass du den Zeigefinger über alle Saiten legen musst. Also von daher würde ich dir empfehlen, immer zuerst die schwierigste Variante zu lernen. Wenn du damit gar nicht klarkommst, dann kannst du die anderen beiden Varianten probieren und somit den Schwierigkeitsgrad, sag ich mal, herabsetzen. Jetzt nehmen wir die zweite Variante mal, das gleiche in grün wie vorhin auch. So, der Ringfinger, der kleine Finger im dritten Bund auf die A- und die D-Seite. Dann der Stinkefinger, also der Mittelfinger, der kommt dann auf die im zweiten Bund auf die G-Seite. Und jetzt ist es halt hierbei wichtig, dass du jetzt nicht den Zeigefinger komplett über alle Seiten legst, sondern nur über die untersten beiden Seiten. Ich finde auch ganz ehrlich gesagt, wenn du jetzt Anfänger bist, ist das für mich persönlich jetzt sogar schwieriger, als wenn ich den Finger einfach lang strecken kann und ihn komplett über alle Seiten legen kann. Ja, da musst du halt wie gesagt ein bisschen gucken. Dann versuche mal, nur die untersten beiden Seiten mit dem Zeigefinger hier herunterzudrücken. So, das habe ich noch nicht richtig gegriffen, Moment. Ja. Wichtig hierbei ist, dass du weißt, dass die tiefe E-Seite bei dieser Variante nicht angeschlagen werden darf. Ja, also ich persönlich merke jetzt, weil ich diese Variante sehr, sehr selten spiele, dass ich dadurch einen wesentlich höheren Kraftaufwand in meiner Hand habe, als wenn ich einfach den Finger komplett drüber lege, weil dadurch entspannt sich meine Hand leichter und ich kann sogar meinen Ellbogen auf meinen Oberschenkel legen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja? Wenn dir die Variante dennoch besser gefällt, dann denk daran, die untersten beiden Saiten dürfen gegriffen werden. Die oberste tiefe E-Seite darf nicht angeschlagen werden. Wenn du jetzt ganz verrückt bist, siehst du vielleicht bei einigen Gitarristen auch, die greifen das so, die dämpfen sogar noch mit dem Daumen oben die tiefe E-Seite ab. Kannst du halten, wie du möchtest. Ist vielleicht für deine Hand ein bisschen entspannter. Musst du mal gucken, wie es am besten für dich ist. Dass du einfach hier oben noch so leicht an den Daumen rüberlegst und die Seite damit gedämpft wird. Ich hoffe, es hat dir geholfen bei der zweiten Variante des F-Barrés. Wenn nicht, melde dich bei mir, ich helfe gerne weiter oder melde dich bei unserem Forum an unter gitarrenspieler.com. Dort erfährst du alles über diesen Akkord und über unseren kompletten Anfängerkurs. Also, bis bald, bis zum nächsten Akkord. Tschüssi.